Da stehen die Leute da draußen. Na, ich weiß ja auch nicht, seit wann du einen Bohrer abstürzen. Vielleicht überhitzen die ja. Ja, aber das steht ja nicht da, überhitzen, sondern sie sind irgendwie kaputt. Nee. Aus. Doch, da steht doch da überhitzen, oder? Ich dachte nicht. Ja, ich dachte irgendwie auch schon. Jetzt stehen wir alle hier da. Ja, guck nicht raus. Komm, ich guck mal über deine Schulter. Mach mal. Mach mal, das sieht so. Flucht ist möglich. Okay. Ich das, bin im Bildschirm drinnen. Das, du bist im Bohrer drin bei mir und der andere Typ ist in dir. Ja, Wie fühlt sich's an, wenn er in dir steckt? Ja, gut, ich würde sagen, wir haben einfach mal. Ja. Ich hab 1000 Dollar gekriegt. Ah, da hinten ist noch. Jetzt haben wir alles. Okay, das war's. Toll. Ich hab 1000 Dollar gekriegt. Komm mit hier raus. Oh, jetzt habe ich eine Mine hier reingelegt. Opala. Wollen wir jetzt nicht mal fliehen? War es nicht jetzt langsam? Ja. Na? Ja? Bisschen mit Sworteinheiten uns bisschen über Kindergartengeschichten unterhalten oder so. Von der guten alten Zeit, sagst du? Damals in der Schlachtenzeit, ey, das war noch, na, Kindergarten, oh, da hab ich... DDR! Da war ich ein bisschen Badass. Badass, Motherfucker. Das war irgendwie schon, ja. Alles, nämlich. Tageserfahrung 200, ja, das ist ja ganz schön wenig. Wow, Moin, jetzt sind wir richtig erfahren. Oh, wir müssen jetzt noch verteidigen. Ich meine entkommen. Natürlich. Das hat ja das überhaupt nichts. Das ist der Spielmodus, den es gibt, weißt du das schon? Das hat ja überhaupt nichts mit einfach nur Überleben zu tun oder so. Nee, das hat ja überhaupt nichts mit Ballern zu tun. Nein, wir müssen fliehen. Steht doch ja, ganz richtig. Groß, fett. Wir müssen fliehen. Groß. Fliehen, indem wir da bleiben und alles töten. Ja, dass wir einfach warten, bis uns der nächste Hubschrauber abholt. Richtig. Aber da kommen nicht ständig neue Sporteinheiten, oder? Nee. Also irgendwann einfach Schluss. Der Silent M, der braucht lange, um bereit zu sein. Ich weiß nicht. Na, der ist, Überspringen, ich weiß, dass wir jetzt fliehen müssen. Jetzt, Jungs, die Bullen umstellen uns, Probleme mit mir. Einfach, aua, ich werd beschossen, ganz heftig. Von wem? Von Bullen. Also ich kann nicht auf dich schießen, das hab ich schon gemerkt. Ja, Massaker, ne, also. Ja, toll. Wir sind halt 4 Imba-Typen gegen eine dumme KI. Echt klasse. Zu viert ist das echt total sinnlos. Vor allem, weil die Typen auch schon so richtig fett gepanzert sind und so. Ja. Warum machen die überhaupt solche einfache Missionen? Das frage ich mich auch, warum die überhaupt mit uns was mitmachen. Ich meine, die haben ja auch gesehen, dass wir eine Mission machen, die einen Schwierigkeitsgrad von einem Punkt hat. Ja, und dass wir halt Stufe 4 sind, jetzt gerade 5. Ja, wir sind 5 geworden, genau. Oh, ist das ein sinnloser Spielmodus, ey. Den kannst du echt in den Schrott drücken. Oh, ich freue mich so auf Watch Dogs, aber das Problem ist, es kommt ja nie raus, ne? Ja, es kommt wahrscheinlich nie raus. Wahrscheinlich verschieben den dann nochmal. Und nochmal. Und nochmal und bis es dann canceln, ja. So weit wird's kommen. Ja. Warum? Einfach weil, Weil die es perfekt machen wollten. Ja, und die haben es nie perfekt gemacht. Genau. Ja, das sind. Die sind wie ich. Ich will auch immer alles perfekt machen, dann kommt nur Kritze raus. Nee, aber es wird genauso sein. Die haben gemerkt, dass GTA 5 doch etwas mehr Potenzial hatte, als sie gedacht haben. Wie kann man denn GTA 5 unterschätzen? Ja, mal ganz ehrlich. Wie geht das was denn? Was die geleistet haben, das ist schon ein bisschen überdurchschnittlich. Das kannst du von GTA... Ja, aber war das nicht irgendwie klar, dass die das total übertrieben machen? Ja, aber vielleicht nicht so übertrieben. Ich meine, es gibt ja verschiedene Übertreibungsgrade. Definitionen von übertrieben, meinst du? Nee, gerade von übertrieben. War schon richtig, was ich gesagt habe. Nee, war's nicht. Ich berichte dich aber gerne. Du berichtest mich? Ich berichte das über dich. Ach, du berichtest über mich. Warum mache ich alles mit der Pistole? Kannst du mir das mal erklären? Na, weil irgendwie, keine Ahnung, warum laufe ich auf diesem Zacken herum? Weil du es kannst. Ja. Ah! Unsichtbare Wände. Oh, sind unsichtbare Wände, scheiße.
Weiß nicht, ich habe mir Payday spannender vorgestellt. Ja, echt. Das ist wie früher mit Battlefront. Von 70% hören sollen. Ich hatte von Battlefront so viel erwartet. Battlefront? Ja, Battlefront 2, als ich mir gekauft habe. Da war ich früher noch keine Ahnung hatte von Spielen. Ich dachte, das Spiel ist übelst krass und komplex und. Was auch, bei Battlefront 2 war doch übelst krass. Naja, aber ich hab's mir noch krasser vorgestellt. Echt? Ja. Ich fand das übelst geil. Ja, ich fand's dann am Ende auch ziemlich geil und ich hab's auch ewig lang gespielt, aber ich war den ersten paar Stunden ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es ist doch krasser. Hm. Müssen wir jetzt irgendwie rennen oder so? Ja, ich bin da. Du bist am Ende, am anderen Ende der Map. Ja, na, das gehört dazu, wenn man hier mal ein bisschen Herausforderung will. Ach, Herausforderung ist das. Oh, und ja, ich finde auch übelst geil, dass unser Fluchtfahrer-Typ so ein generischer Sonnenbrillenheld ist mit leichtem 3-Tage-Bart. Hm, stimmt. Wir gucken dir mal alle in die Fresse. Das ist ganz schön hässlich. Wir haben 75.000 eingenommen. Tagessatz. Crew am Leben Bonus. Sofort Bargeld, 60.000. Ja, was kriege ich jetzt bar auf der Hand? Wollen wir einfach mal Portal spielen? 29.000. Was? Wir haben jetzt. Warum? Warum 29.000? Na, weil extrem viel auf das Offshore-Konto geht. Aber das ist doch scheiße. Das mit den Karten ist genauso scheiße. Du bist auch scheiße. Nee, bin ich gar nicht. Also, du hast eine Maske verpasst. Ah, ich habe eine geile Maske gezogen. Ah, ich habe Experience. Ich habe die Eishockey-Maske. Ist ja geil. Ja, das ist nicht schlecht. Du hast recht. Die werde ich mir jetzt erstes mal holen. Und ich gehe jetzt aus der Lobby raus. Also, fickt euch, Typen. Sorry, aber. Jetzt sind wir alle weg. Jetzt seid alle weg. Ja, jetzt sind wir alle weg. Fertigkeiten. Bohrer kann ich jetzt fetter einsetzen. Toll. Ich hab's gleich mal beendet, das Spiel. Echt? Ja, ich habe jetzt noch mal kurz Bohrer und ich werde mir jetzt noch die Maske kaufen, weil ich's kann. Oh, geil. Und ich werde das Spiel deinstallieren und dann nie wieder spielen. Ernsthaft? Nee, aber. Es macht echt nicht so viel Bock, wie ich gedacht hätte. Also für 12 Euro was. Also 30 Euro, wie es jetzt kostet, würde ich niemals ausgeben. Niemals. Nee, das. Ja. Ich hol mir jetzt noch Complex. Die Jule hat mich die Complex alle gemacht. So, ja, also war's das jetzt mit Payday 2. Eine tolle Runde. Was gerade überhaupt kein Sarkasmus ist. Alles dabei. Oh ja, yeah, das Gut, war. Ja, aber eine schlaue KI war auch mit dabei. Eine schlaue KI. Ja, tolle stumme Mitspieler, die sehr viel mehr Erfahrung hatten als wir. Nee, die waren das erste Mal in Payday. Die haben einfach alles freigeschaltet gehabt. Der eine war so krass, den seit Level wurde nicht mal angezeigt, weißt du? Das ist. Ja, der andere hatte nicht mal das Level 10, sondern der hatte das Level I10. Wahrscheinlich nach 100. Naja, das I steht wahrscheinlich für Imba. Imba, genau, die Imba 10. Das Imba Level 10 hat er erreicht. Ja, auf jeden Fall, das war eine ziemlich sinnlose, komische, leicht enttäuschende Runde. Payday 2! Und ciao. Ich bin jetzt übelst down. Echt? Ja. Na, dann machen wir jetzt kurz Pause und ich hol mir Complex. Ja, okay, ciao.